Hallöchen, das verstehe jetzt mal eine. Ich habe mir diese Samsung Magic Ken oder wie das heißt, gedownloadet, wie mir der Elektronik sagte. Kann ich das hier nicht größer tun? Nee. Ihr seht schon, Samsung SSD 840 Pro Series SATA. Laufwerkzustand gut, 56,7 Terabyte geschrieben. Temperatur ja 42 Grad, 56 Gigabyte belegt, noch kein Benchmark. Da habe ich nur noch meine zwei HDDs dran und dann eben noch der USB-Reader, den er hier erkennt, aber da ist ja nichts. Ich habe auf die Samsung SSD habe ich jetzt das Image installiert oder besser gesagt drüber gespielt, was ich auch auf der Intenso habe. Die Intenso ist jetzt nicht dran, ich habe jetzt direkt von der Samsung gebootet. Ich habe hier nämlich ein Secure Erase, habe ich vorhin mich noch gemacht. Und ich verstehe das jetzt nicht. Ich habe mir ja auch vorher, habe ich sie auch schon mal, wo ich über die Intenso drinne war. Ja, jetzt startet er wieder die Festplatten. Die gehen im Stromsparmodus, schont die Hardware. Habe ich sie schon, wo ich mit der Intenso noch online oder im Betrieb war, habe ich die rangehängt und habe mal geguckt, sagt mir hier gut. Temperatur hast du nicht gesehen. So, Drive Details, Samsung SSD, Firmware-Version, ja, AHCI-Modus ist deaktiviert, SATA 2, 3 Gigabit die Sekunde. Ich müsste jetzt noch mal im Internet gucken, was dieses Mainboard kann, aber ich bin der Meinung, mehr als SATA 2 geht ja gar nicht auf dem Board. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Zumindest habe ich ja verschiedene Kabel hier ausprobiert. Also die laufen irgendwie, alle Laufwerke hier laufen auf SATA 2. So wie er mir das hier sagt. So, ich mache jetzt mir mal die Smart-Werte auf. Wo ist das? Power on Hours? 39.091 Stunden. Ich habe es nochmal durchgerechnet. Also es sind 4,5 Jahre, also circa 5 Jahre, wie ich sagte, Betriebsstunden. Power on Count, also wie oft sie eingeschalten wurde, glaube ich, heißt das. Knapp 8.000 Mal. Was das hier ist, weiß ich nicht. Und dann Erase-File. Da ist nichts, aber Airflow-Temperatur sind 43. CRC-Error 2048. Poor Recovery Count und LBAs Britten oder Breiten, was auch immer, keine Ahnung. Verstehe jetzt mal einer, was das soll. Wieso läuft sie jetzt? Keine Ahnung. Performance habe ich auch schon gemacht, das zeige ich aber nachher. Ich werde das gleich nochmal von der Intenso starten. Da habe ich die Benchmarks schon laufen, die dauern hier etwa 2,5 Minuten. Diagnostik kann das Laufwerk nicht, also die Samsung nicht. Overprovisio, wie auch immer, das geht hier. Bin ich jetzt aber noch nicht ganz schlau draus geworden, was das ganz genau ist. Mach mal. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ja, sollte gehen. Ja. Scan, scan, scan. Hat er mir vorhin auch schon angezeigt. Empfohlen, Benutzer definiert. Hier ist irgendwas mit 10%. Hier steht auch 1 GB Wiederherstellungspartition, was jetzt 1 GB Herstellungspartition ist. System reserviert. Was auch immer. Ich schätze mal. Teil zu einer Leistung, eine gewisse Kapazität. Ich könnte höchstens, ja, ich denke mal, ich kann hier einen Bereich der Festplatte so einstellen,
dass die als Wiederherstellungsdings, die ich so ganz normal nicht benutzen kann, aber dass die Festplatte das im Hintergrund, ja, im Hintergrund, sagen wir mal so, so abspeichert, wo ich keinen Zugriff mehr drauf habe, dann und das dann als Wiederherstellung nimmt, falls hier vorne irgendwas kaputt geht. Aber ich mache da jetzt nichts. Performance könnte ich theoretisch hier machen. Werde ich mal später versuchen. Ich kann ja, ich habe jetzt beide Systeme auf denselben Platten drauf. Bloß auf der Intenso habe ich jetzt noch ein bisschen was mehr drauf. Ja, Secure Erase, dieses PSID geht nicht und Encrypted geht auch nicht. War jetzt hier auch nicht bei denen, wird nicht unterstützt. Wird nicht unterstützt. Ich habe auch jetzt im Moment nur die. Ja, Scan Encrypted nicht unterstützt. So, das verstehe ich jetzt nicht. Sie wollte ja nicht, Anfang nichts, nicht. Wahrscheinlich durch diesen Secure Erase habe ich die dann wohl jetzt wieder. Wahrscheinlich hat die sich irgendwo geblockt oder was? Ich weiß es nicht. Dass sie jetzt wieder frei ist. Da muss ich mal drauf. Also ich kannte das Programm hier gar nicht. Ich danke dir, Elektronik, dass du mir das gezeigt hast. Ich werde das mal zumachen. Ich werde jetzt mal über die Intenso starten. Die werde ich bloß, brauche ich bloß wieder Strom reinstecken oder das SATA-Kabel besser gesagt. Neu booten und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, nun bin ich hier mit dem Windows online, was mit der Intenso läuft. Ich habe jetzt hier noch Fusion 360 drauf und habe sie nicht gesehen. So, jetzt mache ich das nochmal auf und jetzt sehen wir hier auch Samsung SSD 840 Pro. Hat er wieder gefunden. Jetzt sind hier auch die Benchmarks. Ich habe sie jetzt nicht extra gemacht. Die waren vorher ja schon, wie ich sagte. Das ist die. Ja, hier kann man sehen, das ist die Samsung, das ist die Intenso. Ich schätze mal, das sind Messtoleranzen. Das passt. Das hier, was das jetzt ganz genau bedeutet, weiß ich nicht, aber tut sich nichts. Und es laufen beide, komischerweise. Bei der Intenso kann er natürlich gar nichts auslesen. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder noch irgendwie ein spezielles Tool zu. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach so, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, weil eben, wo ich von der Intenso starten wollte, hatte ich zweimal Fehler. Blue Screen, Inaccessible Boot Device oder sowas. Dann hat er nochmal irgendwie, habe ich nochmal kurz die SSD abgezogen, die Samsung. Nochmal gestartet, hat er die automatische Reparatur gemacht, dann hat er gestartet, dann habe ich den wieder ausgemacht, wieder die Samsung ran und jetzt bin ich wieder hier. Weiß ich nicht, wo ich ganz genau stehen geblieben bin. Aber es funktionieren beide und ich verstehe das jetzt nicht, dass die Samsung funktioniert. Dieses Secure Erase funktioniert, hat, also danach funktioniert es gut. Also scheint die Samsung hinzuhauen. Er sagt mir auch gut. Jetzt müsste ich noch mal gucken. Ich mache mal kurz Pause und sag schnell, such mal, war das Crystal Disk Info oder Hardware Info? Ich guck gleich mal. Ich melde mich gleich zurück. So, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, das Bild zuckt nicht oder was. Der Rechner macht hier gerade ganz schön viel Alarm. Leistung. Schon wieder so. Prozesse, CPU. Ja, macht er jetzt Aufnahme. Datenträger. Netzwerk. Keine Ahnung. Jedenfalls seht ihr hier Intenso-Zustand gut. 42 Grad. 27 mal eingeschalten, Betriebsstunden 14, Schreibvorgänge gesamt 157 GB, Lese 65 GB. Und jetzt gehe ich mal auf die nee, Samsung. Da steht jetzt 77%. Schreibvorgänge eben diese 58 TB, Drehzahl sagt ja nichts, eingeschaltet knapp 8000 Mal und Betriebsstunden. Ach, da kann er das sogar. 4 Jahre, 168 Tage, 19 Stunden.
So, und dann habe ich ja hier noch die. Wieso dauert das jetzt? Ach so, weil er die starten muss. 2 Jahre, knapp 3 Jahre die eine, 1 Terabyte. Und die andere 1 Terabyte, das sind zwei identische, auch 2 Jahre, zwar knapp 3 Jahre. Eingeschaltet sowieso, nicht oft eingeschalten worden, weil das waren mal Serverplatten. Jetzt gehe ich noch mal auf die Samsung. Wieder zugewiesene Sektoren 100, Grenzwert 10, Betriebsstunden, ja, weiß nicht, Geräte-Einschaltvorgänge, Gesamt-Luftstrom, CRC-Fehler, ja, hier Grenzwert, ich verstehe die Smart-Werte in dem Sinne so gesehen nicht. Wenn der Grenzwert 10 ist, sind das ja schon mal 10 drüber. Das ist zwar 90 mal drüber, das auch. Das ist auch mal 10 drüber. Ich verstehe die Werte nicht, aber 87%. Also ich ging jetzt davon aus, dass sie wirklich in dem Moment, wo sie gestern vor ein paar Tagen ausgefallen ist, wirklich jetzt ihre Lebensdauer erreicht hat. Weil eben 87% oder 88%, wo ich geguckt habe. Aber dass sie jetzt wieder hinhaut, eigenartig. Verstehe ich nicht. Das muss man mal jetzt eine erklären. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Gut, wollte ich nur mal kurz drüber reden und euch mal zeigen. Naja, kurz wisst ihr ja, ich mache nichts mehr kurz. Sehe ich ja, was bei rauskommt. Also länger. Gut, aber dann danke fürs Zugucken und dann, wenn noch einer ein bisschen was genauer weiß, ich lasse das hier nochmal so stehen, dann könnt ihr ja nochmal gucken, kann mir ja nochmal was dazu sagen. Wegen SATA gucke ich mal. Hier steht auch SATA 3. SATA 3. Ja, die fahren wieder hoch. SATA 3. Ja, die können auch nur SATA 3. Die können auch nur SATA 3. Die Intenso, ich weiß nicht, wie das Board das handhabt. Ich habe da 2x4 SATA-Erkennungsdinger im BIOS. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Müsste ich Laptop fertig machen und per HDMI-Grabber das dann zeigen. Aber das mache ich jetzt nicht. Aber jedenfalls sind da so 2x4 solche Blöcke. Und dieser Intenso hängt jetzt an dem obersten für sich alleine so gesehen und in dem unteren Viererblock, da sind jetzt die anderen Platten dran. Aber dass ich hier SATA 6 oder brauche ich das spezielle Kabel? Ich habe hier die normalen Standard-roten Kabel. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo. Steht auch nichts Besonderes drauf. Guck mal hier bei, das ist schwarz. Hier solche roten SATA 3, 6G. Solche ganz normalen roten Dinger sind das. Es ist nichts Spezielles hier. SATA 3. Ganz einfache, normale SATA-Kabel. Ich schätze mal, es liegt an Bord. Oder brauche ich da wirklich was Spezielleres? Kann mir ja noch mal eine was sagen zu. Ich weiß es nicht. Jedenfalls muss, glaube ich, auch das Board können. Gut, dann ja, danke ich fürs Zugucken und wie gesagt, im anderen Video ist wird dann noch demnächst was passieren, nochmal hier auf dem Kanal und dann sehen wir uns da wieder. Das hier war jetzt gar nicht mehr geplant, das Video, aber ist eben schon komisch, dass sie jetzt doch noch läuft. Nun bin ich am Überlegen, nehme ich die jetzt für den Laptop oder nehme ich die jetzt hier noch im PC für Linux und für die eigenen Dateien oder als Programmspeicherblar, keine Ahnung was, bis sie den Geist komplett aufgibt. Ich weiß es noch nicht, muss ich mal gucken. Gut, dann danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal.